TV Straßensound. Fühlt ihr euch wohl? Ja. Das ist cool, ja. Okay, trägst du die Mütze immer so oder drehst du sie um, dass man dein Gesicht besser sieht? Eigentlich trage ich sie immer so. Okay, dann trag sie mal so, Bruder. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Geil, dass ihr hier seid, Alter. Ja, Mann, wir freuen uns auch. Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen hier bei TV Straßensound. Mein Name ist Burak und heute habe ich zwei Newcomer am Start, Alter. Ja? Man kann schon Newcomer sagen. Shinsky und Dima. Was geht? Was geht ab? Vielen lieben Dank, dass wir hier sind. Geil, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Eigentlich soll man Paare ja nicht trennen, aber jetzt haben wir einen links von mir und einen rechts von mir. Ja? Also der Herzschmerz ist zu ertragen. Wir haben ja Doppelbett im Hotel, da kann man. Ja. Oh, okay. Kann man ein bisschen kuscheln und so, alles easy peasy. Alles klar, da weiß ich Bescheid auf jeden Fall. Fangen wir mal bei dir an, Dicker. Du bist auf jeden Fall der etwas massivere von euch beiden. So, weißt du, ich meine, kann man das sagen? So. Ausgedrückt, man, ja. So, was geht ab? Stell dich erstmal kurz vor. Dima oder aka Dima 161, so heißt ich eigentlich, als ich meine Solo-Schiene gemacht habe. Und ich bin der Flex-Part von uns beiden. Das ist schon direkt so ein Titel, okay? Ja, wie gesagt, ich mache immer den Flex, er macht gute Laune. Und ja, guck doch mal, alleine sein Outfit so, ne? Er so Carlo Colucci, ich so ein Blumenhemd so. Ja, wir haben uns heute irgendwie für die Hemden, also wir haben uns nicht abgesprochen, aber du hast auch scheinbar Bock gehabt, ein Hemd zu tragen so. Und du bist heute in dem Carlo-Dress, Alter. Er ist am Flexen. Er ist immer am Flexen. Das ist das Ding. Seid ihr nicht beide am Flexen, Alter? Oder warum seid ihr sonst hier, Alter? Ja, Mann, eigentlich, ne? Sonst würden wir hier nicht sitzen. Schön, dass ihr hier seid, auf jeden Fall. Dadurch, dass ihr Newcomer seid, so, frage ich natürlich jetzt so ein paar Fragen. Und das ist auch noch das erste Interview, um euch einfach auch mal so ein bisschen vorzustellen. Ne? Von dir haben wir jetzt schon mal ein bisschen erfahren. Wie heißt du, Bruder? Stell dich mal kurz vor. Ich bin Shinsky. Yo. Ich bin Shinsky, yo. Shinsky und Dima, meine lieben Freunde. Ihr kommt aus der Nähe von Wolfsburg, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ist das richtig? Ja, Landkreis Gifhorn, so zwischen Gifhorn und Wolfsburg. Genau. So, ne? Das ist so unsere Gegend. Aus einem Dorf? Also er wohnt zwei Dörfer weiter. So. Ist die nächstgelegene große Stadt Wolfsburg oder was? Die nächstgelegene Großstadt ist Wolfsburg auf jeden. Da fährt man halt eine Stunde hin oder so. Hm. Ne? Aber seid ihr so richtige Dorfatzen, Alter? Überhaupt nicht. Wir sind so das komplette Gegenteil davon. So, er ist halt so ein richtiger Neubaurusse, weißt du? Im Neubaugebiet aufgewachsen. Ich war immer, also meine Eltern auch aus Kasachstan und so, ne? Aber bei mir war es immer ein bisschen anders. Wir waren halt nicht aus dem Neubau. Wir waren halt so mittendrin statt nur dabei, so im Dorfleben, weißt du? Aber wir waren halt immer irgendwie anders. Wir haben immer rausgestochen. Die einzigen, die aus dem Dorf so Hip-Hop gehört haben, so, also, so hat sich's angefühlt, ne? Ich war auf dem Gym, er war auf dem Gym. Und da ging halt sofort dieses, ne, wir so die Außenseiter gegen diese Dorfleute. War schon, ja, gegen diese Engelbert Strauß-Träger, genau. Genau, okay. Wie immer gegen die so. Aber, yo, denke ich richtig ab. Ja, ja, so, das ist unser Vibe halt, ne. Wir sind vom Dorf, ja, wir haben auch so ein bisschen das Leben halt erlebt, aber wir haben nicht diesen Vibe so, ne. Du, also das sollte jetzt auch gar kein Diss sein, ne? Vom Dorf kommen ist auch überhaupt nicht schlimm so, ne? Ich meine, heutzutage ist da eh so, ne? Die Leute sind so connected, Alter. Früher, vor 20 Jahren war das vielleicht noch ein Thema so, da musste man vielleicht in eine große Stadt, aber heute ist entspannt. Ganz kurz nochmal, weil ich es gerade so ein bisschen durch euch erfahren habe, so, du, was für einen Hintergrund habt ihr, was für einen Migrationshintergrund habt ihr? Weil aus euren Tracks hört man auf jeden Fall auch so einen Akzent raus, oder ein Dialekt ist es nicht, aber ein Akzent, ne? Ja. Russischen Akzent, würde ich jetzt sagen, ne? Ja, also meine beiden Eltern sind Russen, ja. Ja. Und deswegen, ich bin so ein typischer Neubaugebiet-Russe, da fühle ich mich wohl. Du sprichst es, du rollst es eher auch geil, Alter. Ja. Russe, so sagst du. Das ist es. Deswegen Dima, Digga. Dima, okay. Ja, Dima, ist Dima ein russischer Name eigentlich? Normalerweise schon, ja. Ja, ne? Ja. Okay. So, eigentlich typisch. So. Typisch russisch, ja? Also nicht nur russisch, aber so aus dem Osten. Okay. Schon so, ja. Ne? Ja. Ja. Ja, und du machst kein Geheimnis draus? Mach ich nicht, auf keinen Fall. Ich bin stolzer Neubaugebiet Russe, da fühle ich mich wohl. Ich brauche keinen Block, ich brauche mein eigenes Neubaugebiet, meine Straße. Oh shit, okay. Und da also. Ein Haus weiter Onkel, ein Haus weiter Oma und so. Naja, dann alle sind gleichzeitig da hingekommen, alle haben gleichzeitig Häuser gebaut, wir waren gleichzeitig in Grundschule. Mhm. So, das ist für mich mein Block, so mein Neubaugebiet. Krass. Da fühle ich mich wohl. Und du hast kasachischen Hintergrund, hast du gesagt, ne? Ja, genau, meine Eltern aus Kasachstan rübergekommen. Ja.
Aber beide in Deutschland geboren? Ja, auf jeden Fall. In Hannover tatsächlich. In Hannover? Ja, auf jeden Fall. Die ersten paar Jahre dort aufgewachsen. Guck mal, okay. Weißt du, die ersten paar Jahre dort aufgewachsen, dann weggezogen, dann nochmal weggezogen. Dann sind wir in also bin ich mit meinen Eltern in Hangensbüttel gelandet. Guck mal, vielleicht hatte ich daher im Kopf Hannover. Weil ich habe, wo wir uns vorhin getroffen haben, gesagt, kommt ihr nicht aus Hannover? Und dann ja, war es, nee, bei Wolfsburg. Alles klar, Alter. Ihr zwei kennt euch woher? Wer will anfangen? Also du kennst mich, glaube ich, länger als ich. Ja, das Ding ist, ich habe seinen Bruder kennengelernt. Seinen Bruder habe ich kennengelernt dadurch, dass man hatte was, man ist gerade so 13, 14 geworden, man hat so Mädchen so interessant gefunden, ne? Und dann fand ich ein Mädchen interessant, die war noch mit seinem Bruder zusammen. Und sie hat ihn für mich halt liegen gelassen, so, weißt du? Und ich war so, ey, Bro, Mann, es tut mir voll leid, so, ich wusste das nicht und sowas, weißt du? Und er war der Einzige neben mir, der halt auf der Schule, auf dem Gym, wo wir waren, ne, so Hip-Hop-Klamotten getragen hat und so. Und ich war mal, Digga, Mann, wir müssen connecten, Mann. Und dann habe ich es hingekriegt, so, wir haben dann connected und so ein Scheiß. Und dann, ja, war ich mal irgendwann bei denen zu Hause und habe ihn kennengelernt. Das ist schon über 10 Jahre her. Ja, Mann. Wir kennen schon sehr lange. Kannst du die Geschichte so bestätigen, Bruder? Ja, das Ding ist halt, ich wusste, die chillen immer, aber da war ich noch so ein kleiner Pupsig. Da habe ich noch immer, saß ich am Laptop, habe ich gezockt, ich sehe nur, wie die voll stoned an meiner Tür vorbeigehen in mein Zimmer. Zimmer von meinem Bruder. Ja, und dann aber irgendwann so draußen Geburtstag gefeiert, mein Bruder. Ne, und er war dabei, ich war, glaube ich, noch was 15 oder irgendwie so. Du bist ein Jahr jünger, Digga. Ja, was ist ein Altersunterschied zwischen euch? Wer ist denn der Ältere hier? Ich bin der Ältere. Ich bin 2 Jahre älter als er. Wie alt bist du? 25. 25. Und du bist 23? Ich bin 23, ja. Mein lieber Mann, Alter. 25, 23. Ihr könntet auch als 33-Jähriger durchgehen, Alter. und das war nett gemeint, Alter. Auf jeden Fall. Okay, und dann quasi so über die Schule kennengelernt, mehr oder weniger. Ja, also, über seinen Bruder halt, ne? Ja, und dann irgendwann hieß es, ich habe gehört, da unten ist Party und ich dachte so, boah, vielleicht auch mal wissen wir. Auch mal ein Bier trinken, mal gucken, mit 15, so, weißt du? Ich geh mal runter, schnapp mir ein Bier, so. Alle gut drauf gewesen und dann getrunken und dann habe ich halt so auch ihn kennengelernt. Und dann erst er hat eine Mucke mit meinem Bruder gemacht, so, aber so Battle-Rap und sowas, so Competitions und irgendwie sowas, ne? Und ich habe irgendwann mein eigenes Ding mit Rap und so gemacht, aber er und mein Bruder waren immer diese Battle-Rapper, so aus dem Dorf, so, weißt du, die da immer, die aber... Ist das so, ja? Bist du Battle-Rapper, Bruder? Ja, es hat so angefangen tatsächlich, also, angefangen hat es eigentlich anders, pass auf. Sein Bruder kam zu mir ein Silvester, so hat bei mir gepennt und so, ne, der Klassiker, so, man verbringt Silvester zusammen, so, geht draußen knallern und so. Und dann, wir waren schon immer Rap-affin, ne, so, und haben wir gesagt, komm, lass mal einen Track zusammen machen, ne, und dann haben wir so richtig billig irgend so ein Beat bei FL Studio zusammengebastelt und so richtig crappy in so ein Laptop-Mikro reingerappt, so, aber auch übel den Müll, so richtig schlecht, aber mit Flow. Und, weißt du, aber da hat's so angefangen, so, und dann gab es irgendwelche komischen Leute, kennst du IRC-Galerie? Ich müsste lügen, nee, sag mir gerade nichts. Ey, das war früher das Facebook so, bei uns in der Gegend auf jeden Fall. Nochmal, was war das Facebook? IRC-Galerie. IRC-Galerie, ja, IRC, ja. Nee, ich kenne ICQ, wenn dann. Ja, auf ICQ auch, das war so chatmäßig. So mäßig, okay. Ja, genau. Bei IRC-Galerie konntest du so Bilder hochladen und so, die Leute konnten kommentieren und sowas, weißt du. Und da haben wir irgendwelche Spastis getroffen, Mann. Die haben so unter ihre Bilder und so, haben die halt so Lines geschrieben. Und wir waren so, was ist das für Wackos, ne? Die müssen wir erst mal battlen, Mann. Und dann haben wir die angefangen, unter den Bildern so, weißt du, wegzubattlen, so mit Rhymes und sowas, ne? Dann haben die gesagt, ja, lass antreten und so, mit Songs aufnehmen. Und da ging es halt los, so, ne? Da haben wir halt die ersten Songs aufgenommen, ersten Videos gemacht. Dann gab es so, wo wir gerade angefangen haben zu rappen, war auch diese VBT-Zeit, weißt du? Okay. Es war so... weiß nicht, 2009 oder so, 8, 9, 7, 8, 9, irgendwie da, irgendwann da. Und da gab es auch diese Underground-Battle-Rap-Kanäle, so, weißt du, wo man sich dann halt anmelden konnte und dann warst du No-Name, hast gegen andere No-Names gebattelt und so. Aber es war geiles Training, ne, haben wir alles mitgenommen und sowas. Das heißt, also du bist mehr oder weniger durch Battle-Rap in Berührung mit Hip-Hop und Rap gekommen, so. Auch, aber eigentlich, mein erster Berührungspunkt mit Rap war schon damals, als ich klein war. Meine Eltern haben immer Musik gehört und so, haben mir alles gezeigt, aber ich habe auch alles gehört. So, Deutschrap war das erste Mal bei mir am Start, als ich von Sido Ich und meine Maske gehört habe. Krass, wann war das? 2006? Oder 2000? Da kam ich raus. Da kam ich raus? Okay. Und 2008 kam, glaube ich, Ich und meine Maske raus. Hat mich gekillt.
das hat mich auch voll abgeholt, so, weißt du, ich hatte gerade so eine Teenie-Depri-Phase, so, kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen, weißt du, wenn du nicht so, du passt nicht so in deine Gegend rein, weißt du, du bist wie so ein Fremdkörper, so, also so habe ich mich jedenfalls gefühlt damals, ne, auf dem Gym, so, in meinem Dorf, weißt du, was ich meine? Und Sido hat mir das Gefühl gegeben mit diesem Album, so, es gibt eine Welt da draußen, wo ich reingehöre, so, ne, und deswegen war ich so, Digga, der versteht mich, so, der nimmt mich mit, der fühlt mich, und das war auch so die erste Texte, die ich komplett mitgerappt habe und so. Krass, okay. Also der hat mich quasi zum Rappen gebracht. So. Also Siggi ist wieder mal schuld an den Newcomern, die jetzt auch rappen. Liebe Grüße auf jeden Fall. Wie ist es mit dir, Bro? Wie waren deine ersten Berührungspunkte mit Rap und Hip-Hop? Ja, es war, glaube ich, auch, dass die beiden immer die ganze Musik gedownloadet haben. Ja, und dann ich irgendwann, ey komm, mach mir doch auch mal was auf meinen MP3-Player rauf jetzt hier. So, ne? Und ich glaube, angefangen habe ich auch mit Sido tatsächlich. Dann bin ich auf Alles ist die Sekte, das habe ich tot gefeiert, ne? Und dann meine ganze Welt hat sich verändert, als mir mein Kumpel Hazebusters gezeigt hat von Chill und Abdi. Und dann habe ich Frank oder Jungs, ne? Ja, und dann habe ich gemerkt, ey, da gibt's ja noch anderen Rap, so, ne? Und dann war ich auf Kanakisch Film irgendwie so Haftbefehl, Chill und Abdi, und das sind immer noch so die Alben, die ich eigentlich bis heute höre, Hinterhofjargon und ne, Akupunktur. So, ich glaube, das höre ich bis heute noch am allermeisten. So, ne? Das ist so eigentlich das, was ich am liebsten privat höre. Krass. So. Okay, also hat dich der Frankfurt-Sound mehr oder weniger gecatcht. Ja, Mann, ich glaube, das hört man auch ein bisschen vielleicht. Das ist auch dieser Flex-Rap, so, ja, ne? So ein bisschen. Ja, also auf jeden Fall finde ich es das cool, dass du sagst, Sido und Chill und Abdi, ja, sind ja auch heute noch aktuelle Leute so, und finde ich auf jeden Fall cool. Hätte er jetzt auch irgendwie so, keine Ahnung, ist halt noch relativ jung, vielleicht so 50 Cent sein können oder so. Die erste Hip-Hop-CD, die ich hatte, war tatsächlich Get Rich or Die Tryin', so. Die haben wir, also gebrannt, ne? Der Klassiker. die ich hatte, ja. So. Ja, sein auf den, weißt du? Das war gebrannt, und dann mein Vater hatte so einen blauen Peugeot 307, hinten diese Hutablage komplett weg, hat so aus Holz so eine eigene Ablage gebaut und da so einen fetten Subwoofer reingebaut mit so noch zwei Boxen. Und dann immer, wenn wir zu Fußball gefahren sind, weißt du, so immer Get Rich or Die Tryin' gepumpt und so in the club und so voll laut mit dem Bass und so. Das war meine erste bewusste Berührung mit Rap tatsächlich. Also mit Deutschrap Sido, aber so richtig Rap so, das war 50 Cent Get Rich or Die Tryin'. Und bei dir auch Ami-Rap irgendwas, bevor noch Chill und Abdi und sowas kam? Nee, solange ich denken kann, ich höre nur Deutschrap heute auch. Ich, echt, kann, ja? Ich kann mit den Ami-Filmen nicht viel anfangen, leider. Okay. Also. Naja, gut. Soll's auch geben. Ja. ihr habt es irgendwie in, also ihr habt es irgendwie geschafft, Tracks zu generieren, also vor allem einen davon, ja, so, der halt sehr Welle geschlagen hat, ne, mit, was weiß ich, irgendwie 15 Millionen Klicks, ja, ein Streaming-Wunder, und auf den Track kommen wir gleich mal zu sprechen, so, wie habt ihr das gemacht? Gehen wir mal ganz kurz drauf ein, fangen wir mal mit dir an. Also es ist ja, passiert ja nicht häufig so, dass Newcomer kommen, einen Track releasen, der gestreamt wird und dann irgendwie die 10 Millionen knackt, so. Ja. Deswegen frage ich, wie war das Gefühl, wie es, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ich erzähl mal, wie es passiert ist. So, ne? Wir fangen ganz hinten an. Ne? Er hat immer so seine Schiene gemacht. Battle Rap, Boom, Bap, dies, das. Ne? Immer seinen Film geschoben. Ich habe es auch gefeiert. Und irgendwann habe ich auch angefangen, Texte zu schreiben. Aber ich war so auf Drill, Dark Trap oder halt auch auf diese Haftbefehl-Type-Beat, Hannibal-Type-Beat oder irgendwie so ein bisschen abgefuckterer Scheiß. Ne? Deswegen auch diese aggressive Stimme, die ich dann da reinhau, und auch diese Texte. Und da habe ich dann produziert, mein Soundcloud hat geglüht, so, ne, dann habe ich wirklich in der Woche 2 bis 3 Soundcloud-Dinger hochgeladen, auf Drill, auf Darktrap, die wirklich geballert haben, und nach jedem Track schreibt er mir, was los mit dir, was geht ab, wir waren immer in Kontakt, ne. Ja. Ich kam gar nicht klar, weißt du, so, ich habe seit ein paar Jahren also nicht mehr so aktiv Mucke gemacht, ne, und dann habe ich ihn immer, er hat eine Zeit lang in Hannover gewohnt, weil er seine Ausbildung dort gemacht hat und sowas, ne, und hat er mir Handyvideos gezeigt, also guck mal, ist geil, ich so, Bruder, Digga, übel heftig, ne? Und das hat, ne? Und irgendwann, ich höre so, Digga, ein Song nach dem anderen kommt plötzlich auf Soundcloud. Und dann war ich so, Bruder, ich war hier der Rapper, so, ich muss mal auch wieder was raushauen, weißt du? Und dann, ja, habe ich die Hook für Subwoofer geschrieben. Ja, erzähl weiter. Ich hatte nämlich einen Produzenten, ne? Ein Kollege von uns, Slurm, macht heute noch unsere Sachen, ne? Da habe ich immer aufgenommen, und irgendwann, er hat auch gesagt, ey, du hast ein geiles Studio, ihr könnt an einem Tag so ein Ding produzieren. Wie sieht's aus, so, ne? Dürfte ich vielleicht auch mal mitkommen, oder wollen wir vielleicht mal zusammen? Und ich sage, ey, weißt du was? Ich schlage ihm das mal vor. Und dann bin ich bei meinem Produzenten, er kannte ihn gar nicht. Und er schickt mir dann Sprachnachricht von Subwoofer, Hook. Nein, ne? Okay. Und ich spiele sie meinem Kumpel ab, also meinem Produzenten, Slurm. Und er sagt so,
boah, mega geil, ne? Und ich so, weißt du was, wir kommen morgen vorbei. Und auch mein Bruder hat auch gesagt, wie wollt ihr beide bitte auf ein Beat? Guck mal, wie du rappst, ja, guck mal, wie er rappt. Wie wollt ihr bitte auf ein Beat? Ich weiß noch, ich wollte gerade in mein Auto einsteigen, mein Bruder sagt, um was geht heute? Ja, mit Chinski. Er guckt mich nur an, du und Chinski auf ein Beat, was ist los mit euch? So, ne? Ich so, ey, why not? So, ne? Du musst dir vorstellen, an dem Tag ist Subwoofer entstanden, an dem Tag haben wir Subwoofer auf Soundcloud hochgeladen. Wir haben gemerkt, kommt gut an. So, ne, dieser Subwoofer ist in unserer allerersten Session zusammen entstanden. Der Track heißt zum Verständnis Subwoofer, ne? Ja, genau, der irgendwie die 15 Millionen Marke auf Spotify geknackt hat. So. Und kam daraufhin dann der Deal bei Universal oder wie ging die Reise dann erst los? Also das Ding ist, wir haben Subwoofer auf Soundcloud letztes Jahr im April oder Ende März haben wir den gedroppt. Ne? Dann hat er ja so ein bisschen Aufmerksamkeit durch Sascha Bonn bekommen, der Kumpel von Sio da, dieser, ne? Ja, stimmt, Sascha. Ja, 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 wir haben den einfach hingeschickt so und der hat den geteilt, ne? Und dann, Digga, plötzlich so, pff, ne? 10.000 Klicks auf Soundcloud, das war für uns schon da so, wow, 10.000, Digga, krank, ne? Und dann haben wir den auch, DJ Reef, kennst du den? Den haben wir den auch geschickt. Und der war so irgendwann, ne? Also wir haben nichts von ihm gehört, gar nichts. Und dann plötzlich, sehen wir, dass er uns in seiner Story erwähnt hat und dann so, yo, heute, ne, hier Ananas, dies, das Ananas, heute in unserer Radiosendung, bla 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 und Chinski und Dima und ich so, warte mal, was? So, wie cool ist das denn, so, weißt du? Und dann hat uns DJ Reef in seiner Radiosendung gespielt. Das war so der erste Meilenstein von Subwoofer. Mhm. Da waren wir erstmal so, geil. Da dachten wir, der ist gut. Ja, so da wussten wir ganz genau, der ist geil. Ja. Und dann mit der Zeit haben wir so andere Songs gemacht und so und dann wurde es still. Dann haben wir den auf Spotify released im Juli 2020 und es ist wirklich ein halbes Jahr vergangen. Oder nee, gar nicht. So ein paar Monate sind vergangen und dann hat mir jemand so eine Nachricht geschrieben von wegen, ey, Sascha sucht, Sascha Hellinger, ne, hier Unsympathisch TV, der sucht so hier Instagram-Rapper, ne, warum schickt ihr euer Video da nicht hin von Subwoofer? Weil wir hatten so ein Meme-Video, ne, mega geil zusammengeschnitten, hat wie Arsch auf einmal gepasst und sowas. Habe ich so gedacht, ey, ganz ehrlich, ich bewege unsere Community dazu, dass sie halt das da hinschicken. Gesagt, getan, wirklich einen Monat Sendepause, gar nichts passiert, dann kriege ich plötzlich so Nachrichten auf mein Handy, ne, so von wegen, ey, guck dir das mal an und so ein YouTube-Link, ne. Ich gehe auf den YouTube-Link und plötzlich so, ich fange an so, Digga! Und dann sehe ich schon so, ne, Instagram-Rapper so, weißt du, von Unsympathisch TV und ich so, oh, blöd, das ist, ey, Digga, ich glaube, jetzt geht's richtig ab, ich so, ma, pa, ne, wir haben gerade so einen Film geguckt, so, ich so, ma, pa, ey, ich glaube, jetzt geht's gerade richtig ab, ne, ich guck so, Alter, wir gucken das ganze Video durch und plötzlich unser Song so mit dem Meme-Video drinne, ich so, yo, auf jeden, Alter, und plötzlich, positives Feedback, der ist voll abgegangen, Mann. Monte hat drauf reagiert, InScope hat drauf reagiert, Papa Platte, also ein paar Streamer haben auf jeden Fall drauf reagiert, Props gegeben und sowas. Dann kam der Stein ins Rollen so. Ich habe natürlich in meiner Recherche für heute so ein bisschen geguckt, ne, YouTube, Spotify, beziehungsweise Streamingdienste, ne, nicht nur einen, einfach mal guckt, was so abgeht. Ja. Und dann habe ich halt diesen Track halt, der kam erstmal so direkt, ne, so, weil so zig Millionen Mal geklickt. Und dann dachte ich mir, nicht schlecht so. Und der Track, der fetzt auch so, muss man sagen, feiere ich auf jeden Fall. Ja, cool. Ist euch echt gelungen, muss man sagen. Dankeschön. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, ist nach dem Track dann der Deal gekommen, ich meine, ihr seid gesigned, ja, und wie war das dann für euch? Wie war es für dich? War die Geschichte ähnlich? Ja, also das Ding ist, ich hab diesen großen Moment verpennt. Da ist alles passiert, mein WhatsApp ist explodiert, ich habe geschlafen. Ich glaube 21 Uhr, irgendwie ein komischer Tag, ich habe einfach geschlafen. Ich habe meinen größten Moment. Den Hype verpennt so. Komplett verpennt einfach, ne? Aber am nächsten Morgen, ich wach auf, so eine Liste an Nachrichten, ich sag, boah, guck mal, was los ist, ne? Und dann habe ich gesehen, okay. Da ist was passiert. Das könnte jetzt irgendwas auslösen. So, ne? Ihn natürlich angerufen und sagt, Alter, hast du gesehen? Ne? Also, ich glaube, jetzt passiert was. Und dann natürlich, wir haben tatsächlich in den besten Zeiten alle 7 Tage immer eine Mio höher. Das war natürlich für uns Highlight. So, ne? Pro Woche eine Mio. Also, wir haben gesagt, Alter, was geht hier ab, Alter? Ne? Und natürlich ist das nicht unentdeckt geblieben. Unser Instagram, unsere E-Mail-Accounts sind explodiert. Ne? Alle möglichen Leute wollten natürlich irgendwas von uns. Erstmal waren es nur kleinere, aber dann für jede Mio auf einmal kamen andere Leute auf uns zu. Ne? Und dann, der Erste, der uns richtig eingeladen hat, war dann halt Chapter One, ne, Patrick Tiede. Ne?
Ja, und dann haben wir gedacht, Alter, wir machen einen Trip nach Berlin, Alter. Und wir haben uns gefreut wie Kinder, so. Ne? Wir dachten so, Dicker, wir fahren jetzt zu Universal, so. Ich guck mir auf Google das Gebäude an und so, ich so, ja. Guck mal, da, ich sag sie, da will ich ein Foto, sagt er, weißt du, da will ich ein Foto. Ich so, Digga, es ist nur ein Gebäude, also du checkst das gar nicht, Alter, weißt du? Und dann so, guck mal, durch diese Tür gehen wir bald und so, ne? Ich war wirklich so, ich hab mir... Also die Aufregung war auf jeden Fall da, ja, so. Natürlich, ja, natürlich. Und dann sind wir da hingefahren, war richtig cool, so, ne, natürlich erstmal, wow, so, das ist Musikbusiness im großen Stil und so, ne, war richtig geil. Aber pass auf. Wir sind da hingefahren, ne? Und du musst dir vorstellen, wir fahren ganz kurz. Wann war das ungefähr? Februar, Anfang Februar dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ein Jahr nachdem Subwoofer rauskommen ist, ungefähr Pi mal Daumen, sowas. Okay. Ja, genau. Im Januar, ja, genau. War unsympathisch. So. Im Januar, genau, für irgendwie für 14., 15. Januar ist halt diese Sache mit Unsympathisch TV passiert. Also ein Jahr, nachdem dann halt irgendwie so ein bisschen Hype um den Track war und so weiter, ja, und so, genau, fort, kam dann die Chapter One Einladung quasi, okay. Ja, genau. Das Geilste war, also ich bin manchmal so into spirituelle Sachen und so, Zufälle und so gibt's nicht und sowas, weißt du, pass auf, das Geilste war, wir fahren nach Berlin, ne? Und du musst dir mal diese Chance halt überlegen. Wir fahren nach Berlin, wir fahren eine halbe Stunde durch Berlin, ne, um halt ins Universal-Gebäude zu kommen. Und dann eine halbe Stunde aus Berlin raus. Und in dieser halben Stunde, wo wir rausfahren, in der letzten Ampel, wo es halt zur Schnellstraße geht, ja, nach Hause, ne, kommt so ein Porsche angefahren. Ne? Und ich dachte mir so, in diesem Porsche sitzt entweder irgendein Drogendealer oder ein Arzt. Ich guck so rüber und denk mir so, dieser Drogendealer sieht irgendwie aus wie Savage. Und dann lacht er und es ist fucking Savage gewesen, so, weißt du? Und ich war so, yo, das kann nur ein Sign sein, weißt du? Das ist nur ein Zeichen, Mann. Ja, Alter. Mann, krass. Okay, also quasi auf der Heimfahrt von auf dem Universal Heimfahrt, Talk, ja, habt ihr noch Savage getroffen. Das allererste Mal in Berlin gewesen und direkt sowas, so, weißt du? Da war ich so, Digga, das wird was, Mann. Das okay. wird, so, weißt Alter, du? Da würde ich auch an alle Zeichen glauben. Ja, ich weiß, ja, auf jeden Fall, safe. Der hat mich halb kaputt geschlagen. So. Ja, überhol ihn mal, so, fahr ihn an, Hauptsache, ja, er steigt aus, wir lernen ihn kennen. So. Ich hab auch gesagt, soll ich hinten reinfahren, dann können wir mit dir reden. Das macht das nicht, das wird sehr teuer, Bro. Ja, safe. Das ist aber schwer, teure Autos. Das ist ein Porsche, Alter. Ja, auf jeden Fall, ja. Shish-Kebab. Ja, krass, Alter, mein lieber Mann. Okay, und dann? Was ging dann? Chapter 1, unterschrieben und dann... Fertig oder was? Nee, nicht sofort unterschrieben. Wir waren sehr lange in Verhandlungen, ja, weil es ging halt immer weiter. So, ne? Und irgendwie haben sie gemerkt, die Welle ist immer größer. Und dann wussten wir auch, okay, vielleicht steckt da tatsächlich noch ein bisschen mehr hinter. Und die Verhandlungen haben ewig lange gedauert. So, ne? Weil wir wussten halt auch nicht so Bescheid. Da haben uns auch einen Manager rangeholt, so einen internen Manager, mit dem wir sehr cool sind. Also wir haben uns so ein Team aufgebaut. Wir mussten uns erstmal reinfuchsen. Wir wussten gar nicht, wie das alles funktioniert. Dass ihr nicht quasi irgendwas unterschreibt, genau, und da nicht so, ne, genau, grün hinter den Ohren rangeht, sondern ihr habt euch so ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ja, genau. Und das Gute ist, unser Manager jetzt, der ist der Kumpel von dem Vater von unserem Produzenten. Mhm. Wir haben erstmal unverbindlich mit ihm telefoniert und ey, guck mal, heute ist das und das passiert, du bist doch in dieser Branche, kannst du uns helfen? Und der hat uns halt immer beraten und heute ist er auch an unserer Seite. So, ne? Also wie gesagt, er unterstützt uns wirklich sehr gut. Ne? Aber es hat halt sehr lange gedauert, diese Verhandlungen, weil es sind so viele Leute einfach, haben uns die Tür eingerannt. Ne? So soll es nicht abgehoben klingen, aber es war halt wirklich E-Mails, Instagram und du musst es erstmal filtern. Wir wollten uns nämlich alles anhören. Wir haben gedacht, irgendwo ist vielleicht einer, wo das zwischenmenschlich auch richtig, ja, gut funktioniert. Wir wollten uns alles anhören. So, dann, ne, hatte man so in der Woche irgendwie 3-4 Zoom-Calls. So. Es war ja wegen Corona auch, ne, super nervig, Mann. Aber auch okay. Aber nochmal zum Verständnis. So. Ja. Ihr habt einen Track released. Und danach sind die, haben die E-Mail-Postfächer geglüht oder was? So war das. Das ist crazy, ne? Das ist crazy. Wir checken es halt auch nicht so. Das war unser erstes, also... Das war auch noch dieses Jahr gewesen auch, ne? Also nicht, ja, der Track, aber ja, seitdem, ja, die E-Mails, ja, reinkamen. Ja, und so, ja, genau. Ja, das war unser erster, ja, Song so, den wir halt so offiziell released haben. Ich meine, wie gesagt, ich mache schon seit 10 Jahren Mucke, so eher seit 3, 4 oder so, ne? Ja. Aber trotzdem, Mann, das war unser erster Song. Ja. So, hä? Das macht gar keinen Sinn. Das, ja, macht gar keinen Sinn. Erzähl mal Modus Mio. So. Ja, stimmt. Erzähl mal, ja, Modus Mio. Digga, ohne Scheiß, alle, ne, vorher so diese ganzen, die ganzen A&Rs und so, ja, wir bringen euch noch einen Modus Mio rein und so ein Scheiß. Ja, haben wir nicht gebraucht, so. Wir haben die Hilfe von denen nicht gebraucht, wir sind einfach so reingekommen. Ja. Aber ey, nur mal so, wir waren nicht die Einzigen so, ne? Es gab zum Beispiel auch diese, kennst du diese 1099 aus Dresden? Diese Frisch hieß der Song? 01099. Sagt mir irgendwas, Alter. Ja, sagt mir irgendwas. Ja, die auch so, ne? Die sind auch, ja, das ging halt genau gleichzeitig los, so, ne? Die haben auch mega Sommerhit gelandet, so zu der Zeit gerade, ne? So, wir sind nicht die Einzigen tatsächlich. Mhm. Leute, es ist möglich so. Macht einfach Mucke, Alter. Es ist möglich. Ist es wirklich möglich oder wie viel Leute habt ihr geschmiert, Alter, für den Chat? Nein, gar keinen. Keine Werbung, kein Promo. Warte mal, den. Warte mal, nee, nein, Spaß, wir haben niemanden geschmiert. Mhm. Das war einfach...
zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Moves irgendwie, aber halt alles aus dem Bauch heraus. Ja. So. Wir haben uns nie verstellt, nie irgendwie versucht, so auf Krampf oder sowas. Es hat einfach, ich meine, natürlich haben wir uns immer gedacht, yo, wir wollen was mit der Mucke erreichen, ne? Wir geben auch Gas dafür und sowas. Aber so auf Krampf irgendwelche Leute zu bezahlen oder Follower kaufen oder Streams kaufen, nö. Ja. Das ist einfach so passiert. Krass. Und jetzt habt ihr euren Chapter One Deal. Habt ihr euch dafür entschieden? Das ist jetzt fest. Und jetzt habt ihr, vor kurzem habe ich gesehen, wieder auf den Streaming-Plattformen, ja, heute ist ja alles Streaming, habt ihr Plastikbecher, den Track Plastikbecher raus. So. Der zweite Track, der zweite Song, der quasi raus ist. Ja. Auch der hat fast, glaube ich, 1 Million Streamings. Und ja, auch der Track geht nach vorne so. Jetzt frage ich mich, warum ihr aus Dosen trinkt und nicht aus Plastikbecher, aber das ist fast schon meine Schuld, ich hätte sie auch mitnehmen können so. Weil es umweltschädlich ist. Oh, okay, alles klar. Aber, ne, wer aus Plastikbechern trinkt, immer mitnehmen und artgerecht entsorgen. Ja, krass. Ja, artgerecht, ja. Artgerecht. Mäßig. So einer auf den, weiß ich meine. Okay, alles klar. Was habt ihr euch so vorgenommen jetzt? Ich meine, ihr habt ich muss mal ganz kurz das Ganze aufrollen, weil das ist schon ein bisschen verrückt doch, ja? Ihr kennt euch schon ziemlich lange. Du hast deinen Bruder kennengelernt, irgendwann habt ihr euch... Cap. Props an Cap, so heißt es. Props an Cap, okay. Alter. Liebe Grüße auf jeden Fall. Du hast deinen Bruder kennengelernt, dann hast du ihn kennengelernt, dann habt ihr Mucke gemacht, habt aber nicht so viel veröffentlicht scheinbar. Und dann kam ein Track, der ging dann voll durch die Decke, YouTuber haben drauf reagiert, bla 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 bla. Dann kamen die Anfragen von irgendwelchen Majors und Indies und hast du nicht gesehen. Und dann habt ihr bei Chapter One unterschrieben und heute sitzt ihr bei TV Straßensound. So ist es. Crazy, Mann. Innerhalb von einem halben Jahr. Darauf auf jeden Fall müssen wir erstmal anstoßen, Alter. Ja, Mann, Prost, Alter. Prost, Alter. Hammer. Vielen Dank für diese Gelegenheit auch, ne? Gerne, Alter. Also wir bei TV Straßensound sind ja auch immer daran, Nachwuchs zu fördern, ja? Und ich habe geguckt, so, ne, wie ihr so drauf seid. Eure Videos haben mir auch gefallen. Oder, ja, nicht so viele Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, aber eure Videos, ja. Aber die ich von euch gefunden habe, waren witzig. Ja. Und cool, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Das ist jetzt natürlich auch wahrscheinlich für euch so ein bisschen eine Phase, ist alles neu, ist aufregend. Erzählt mal, was habt ihr jetzt eigentlich vor? Weil eure Musikkarriere ist ja sowas dermaßen von am Anfang so, ne? Ihr seid jetzt jung, ihr habt jetzt einen Chapter One Deal, ihr seid bei Universal, ne? Ihr habt Leute, die quasi mit euch gucken, dass das vorangeht und so. Was habt ihr für Ziele, was habt ihr für Wünsche und Real Talk? Fangen wir mal mit dir an. Ich möchte mich musikalisch weiterentwickeln. Weißt du, ich komm halt aus so einer Ära Deutschrap, wo es halt um Text ging, um Flow ging, also halt nicht nur um Vibe, ne, sondern halt auch, wie gesagt, ich bin mit Sido, Savage aufgewachsen, weißt du, wo es halt darum ging, oder auch Kollega so, weißt du, also ein bisschen später halt aber auch, aber trotzdem, weißt du, wo es halt darum ging, fettere Rhymes zu finden und so und geilen Flow zu haben und das alles miteinander ein Gesamtbild entstehen lässt, was geil ist, so. Und da möchte ich halt hinkommen, weißt du? Mhm. Und ja, das ist, was ich jetzt vorhab, ne? Naja, gut. Einfach machen. Das sind auf jeden Fall stabile Ziele, ja, so, ja. Was geht bei dir? Also mein größter Wunsch ist es auf jeden Fall, live zu spielen mit Shinsky zusammen. Ja. Wir beide auch. Das hast du jetzt vergessen, gell? Ja, normal. Ja, auf jeden Fall. Er ergänzt mich halt gut, ja, weißt du, was ich meine? Ja, da haben sich zwei gefunden, auf jeden Fall. Okay. Aber wir beide auch immer, Bruder, stell dir vor, wir beide auf der Bühne und so, ne? Mhm. Und alle brüllen Subwoofer mit, alle brüllen Plastikbecher mit. Und es ist einfach so, das will ich einmal erleben. So, ne? Ich weiß nicht, wie es ist, so. Wir waren noch nicht live. So. Aber ich möchte das mal einmal so hautnah erleben, wie du auf der Bühne stehst, durchdrehst und die Leute kommen dahin, um deine Musik zu hören. So, ne? Und natürlich wollen wir noch mehr solche Lieder machen, wie jetzt auch Subwoofer und Plastikbecher, wo die Leute, zum Beispiel, wir hören manchmal, wir fahren durchs Dorf und da ist auf dem Basketballplatz, ein paar Leute spielen Basketball, da läuft eine Bluetooth-Box und läuft unser Lied. So, ne? Das ist ein geiles Gefühl bestimmt, oder? Ja, wir waren auch Braunschweig-Fotoshooting. So, ne? Ja. Braunschweig-Fotoshooting. Und wir machen da ein paar Fotos und auf einmal so, hä, was ist denn das? So, ne? Und auf einmal, du hörst den Beat, das ist doch Subwoofer, so, ne? Aber kein Schwein hat uns erkannt, so, ne? Aber wir laufen da rum, die Leute von Subwoofer. Wir dachten uns so, lass mal zu denen hingehen und die so anquatschen, ne? Ja. Wir gehen aber so hin. So einer, was hört ihr da so? Ja, ja, so von wegen, einfach mal mitrappen, so einer auf den, weißt du, und die hören so, Digga, das ist doch seine Stimme, so, ne? Aber dann war das voll die Assis und dann wollten wir nicht mehr. Das hast du aber süß gesagt, Alter. Warte mal, lass mal doch nicht hingehen, ja. So, die sehen komisch aus, so ja. Einer auf den. Was denkt ihr denn, wie ihr auf andere wirkt? Also diese Leute, die jetzt eure Musik gehört haben, was schätzt ihr vielleicht, weil wenn die eure Gesichter noch nicht gesehen haben, was denkt ihr, wie ihr, wenn die Leute kein Gesicht zu euch so haben, wie ihr rüberkommt, wie ihr wirkt?
Ne, also, weil du hast einen sehr russischen Akzent, du hast den Kasachen-Slang so, ne? Was schätzt ihr? Also bei mir immer wieder habe ich gehört, so, wenn ich mir zum ersten Mal gesehen habe, dachte immer, boah, ich dachte, du wiegst 100 Kilo mehr. So. Okay, ist das cool oder ist das, was sagst du? Ja, also, es gab auch dieses, wer ist Shinsuke Kojima, dieses YouTube-Video. Ja. Und da kam auch diese Stelle, als ich sein Gesicht zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte so, okay. So. Wegen dieser Stimme, wie gesagt, wenn ich da Vollgas gebe beim Rappen und so, ne? Aber so jetzt so langsam. Wir zeigen uns da jetzt auch so. Ne? Und jetzt langsam kommt es ein bisschen, ja, ne? Okay, Interviews, ja, etc. Und was denkst du, wie Leute sich dich vorstellen, wenn sie dein Gesicht noch nicht kennen? Real Talk, ich hoffe einfach, dass sie sich genauso mich vorstellen, wie ich halt auch aussehe. So, weißt du? Einfach so lustig und sympathisch. Das ist die Hauptsache. Bei euch muss ich irgendwie an Starsky und Hutch denken, Alter. Ich weiß auch nicht, warum. Kennt ihr Starsky und Hutch? Ja, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ja. Ich feier euch, Jungs, Alter. Geil. Ja, krass, Alter. Ich meine, es ist ein krasses Gefühl, wenn man unterwegs ist, Newcomer ist in der Szene und dann hören irgendwelche Leute, ohne zu wissen eigentlich, von wem es kommt, die Musik von einem. Ne? Jetzt liegt es halt wahrscheinlich noch so ein bisschen dran, nachzuliefern. Ne? Mhm. So, jetzt müsst ihr nachliefern, halt, jetzt muss kommen. Und da auch so die Frage, was soll kommen? Seid ihr so interessiert daran, jetzt irgendwie ein Single-Ding draus zu machen, dass jetzt regelmäßig Singles kommt? Oder schlummert irgendwo in euch, dass ihr sagt, ey, da muss jetzt auch mal ein Album her? Also jetzt gerade sind Singles, ne? Jetzt hauen wir erstmal ordentlich Singles raus, dass die Leute halt merken, yo, die Jungs sind on fire. Das ist halt jetzt erstmal der Plan. Eine EP nächstes Jahr vielleicht, also mal ganz gesponnen so, weißt du? Aber jetzt erstmal die nächste Zeit Singles. Erstmal so kennenlernen Singles, ne? Genau. Und wir wollen jetzt halt jetzt ist auch noch Corona, wir wollen dieses Jahr gut was vorbereiten, hier und da was Geiles raushauen, Good Vibe, Mucke und dann vielleicht kannst du dazu kommen, dass man nächsten Frühling auch mal auf eine Bühne geht oder so. Und bis dahin braucht man natürlich genug Futter. So, ne? Und jetzt hauen wir halt ein paar Singles raus, noch bis so die nächste Zeit. Ne? Und dann hoffentlich können wir die nächstes Jahr auch dann mal präsentieren und dann in die Gesichter der Fans gucken, wenn sie da wirklich... Die Bühne ruft, ne? So, ja, Bock drauf. Auf jeden Fall. Ich hab mega Bock. Ich meine, ich war schon mal... Habt ihr schon mal auf einer Bühne gestanden? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade erzählen, ich war mal bei uns auf der Schule so. Beim Abi-Streich quasi, nennt sich bei uns Abi-Ulk, da habe ich mal so einen ganz alten Song von mir performt. Und das war natürlich geil, ne? Und man will das haben, so, man will das wieder so. Man will auf der Bühne stehen und einfach rappen, Mann. Das macht Bock, die Leute zu animieren, so. Mhm. Also ich finde sowieso, auf der Bühne zu stehen, ist mehr als einfach nur seinen Text runter zu rappen, so. Heißt ja nicht umsonst so MC, so, ne? Master of Ceremony, Alter, der dann auf der Bühne steht und die Leute richtig anheizt, so. Darauf habe ich Bock. Und ich glaube auch, das schaffen wir gut, so, ne? Wie ist deine Bühnenerfahrung, Bro? Schon mal auf einer Bühne gestanden? Nee, aber ich war schon dreimal beim Splash. Und es war immer mein Wunsch, da zu stehen. Das hat was zu sagen, so. Ich war, wie gesagt, so intensiver Splash-Gänger. Es hat mir mega Spaß gemacht, ne? Und mich reizt sogar mehr irgendwie so eine Backyard-Stage oder so, ne, wo nur ein Viertel der Leute, die eigentlich auf die Mainstage passen, aber die da hingehen und dich richtig feiern auf kleinen Raum. Ne, und da hätte ich mal richtig Bock auf so einer kleinen Nebenstage auf dem Splash. Irgendwie so. Das ist so persönliches Ziel auch irgendwie. Na, ihr seid ja auf dem besten Weg so. Wenn ich mir erlauben darf, euch ein, zwei Tipps zu geben, so, weil ich habe sehr, sehr oft Künstler vor mir und auch schon etabliertere und schon Leute, die seit 20 Jahren dabei sind, aber auch Newcomer so. Ne? Ja. Und ein Tipp von mir wäre einfach so, ihr habt jetzt einen Start hingelegt, das ging natürlich so, ne? Lasst euch vielleicht nicht so frustrieren, wenn die nächsten Tracks jetzt nicht gleich die 10, 15 Millionen Streams knacken. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Geht es langsamer, macht es nachhaltig so, steckt da Liebe rein und wenn der nächste Track dann mal, ne, es kann nicht immer so gehen, dann geht es halt mal eine Welle und so, aber ich schätze euch so ein, dass ihr das ertragen könnt, oder? Ey, guck mal, Plastikbecher hat jetzt erreicht hoffentlich bald die Mio und wir sind super glücklich. So, uns war irgendwie klar, dass wir nicht direkt so wieder 10 Mio knacken oder sowas, aber dass wir überhaupt die Mio knacken, sind wir überglücklich darüber. Das ist richtig cool und uns ist das auch bewusst. Ich meine, guck mal, ich mache seit über 10 Jahren Mucke, also so heimlich im Keller so einen auf den, ne? Aber gerade dieses Durchhaltevermögen hat uns halt dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und das würden wir auch dann durchziehen, wenn wir jetzt etwas Aufmerksamkeit haben.
das Durchhaltsvermögen. Naja, das kommt, ne, das kommt, wird ja mit der Zeit kommen, ne? Je mehr Tracks, je mehr Mucke, je mehr Interviews, je mehr das Ganze drumherum, ja, irgendwann kommt es ja sowieso, oder? Ja. Was würdest du sagen? Ja, irgendwann ist es halt auch so ein Song schön und gut, ne? Die Leute mögen diesen Song, aber wir bauen jetzt natürlich auch ein bisschen so dieses Shinsky und Dima-Gesicht auf. Da müsst ihr auch nachliefern, Alter. Ja, genau. Von einem Song wird keiner reich, außer ihr seid Kevin Little und singt Turn Me On, Alter. Dann habt ihr für 30 Jahre ausgedient. Okay. So. Ja, wir wollen das halt jetzt auch so, dass die Leute uns feiern, so wie wir sind. Mhm. Ne? Und dass wir halt weitermachen. Wir machen auch verschiedene Genres so ein bisschen. Ne? Wir machen manchmal Boom Bap, manchmal Trap, manchmal auch so UK Garage und sowas. Ne? Wir machen viele verschiedene Sachen. Und wir hoffen einfach, dass die Leute uns so feiern, wie wir sind. Ne? Und deswegen bauen wir jetzt so ein bisschen dieses Gesicht um uns auf, dieses Erscheinungsbild. Mhm. Ne? Und bis jetzt funktioniert es auch ganz gut. Also wir wissen jetzt nicht, jeder Song macht 15 Mio. Das ist ja auch gar nicht realistisch. So, ne? Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie, wir sind ein Kontrast in sich. Ne? Die Stimmen, die Texte und irgendwie auch meiner Meinung nach ein Kontrast zum Rap-Game. So, was denkt ihr, was macht ihr krass anders als das, was es schon gibt? Also, was wir manchmal sagen, wir sind halt ein bisschen lockerer auch. Ne? Mhm. Heute im Rap-Game ist es natürlich auch, wer ist der Heftigste? Ne? So ist es auch. Ich meine, ich mache auch Flex-Rap und so. Ne? Aber es ist halt, wir nehmen uns selber auch nicht ganz so ernst. Mhm. Also, das heißt, wir nehmen es schon ernst, aber es ist halt so, wir sind auch ein bisschen lockerer drauf. Genau, man kann mal Späße machen und so. Ne? Ihr seid auch noch sehr jung, ja. Und ich sag euch eine Sache, ne? Und jetzt hört gut zu, Alter. Ihr habt Mucke am Start, so, wenn ich da drauf klicke, kommt sofort bei mir diese Sexismus-Schiene. Ja, ihr wisst, wovon ich spreche, ne? Ihr benutzt Wörter so, da könnte sich die ein oder andere Frau sehr angegriffen fühlen, ne? So. Und ihr seid jung, ja, ihr seid jung und man macht Fehler oder beziehungsweise man macht Dinge, wo man später vielleicht sagen kann, was habe ich denn da gemacht? Achtet darauf, Alter, dass ihr nicht zu sehr da reinkommt und dass ihr euch dann nicht irgendwie später hinterfragen sagt, ja, warum haben die so einen Hass auf uns? Was nicht heißen soll, dass ihr eure Kunst irgendwie limitieren sollt. Ne? Macht, worauf ihr Bock habt, aber versucht immer respektvoll zu bleiben und natürlich auch immer so ein bisschen vorausschauend zu gucken. So, ja? Könnt ihr was damit anfangen, wenn ich mal mit so einer Kritik komme? Ohne Spaß. Ich hab's nicht befürchtet, aber ich hab's mir schon irgendwie so... Also ich hatte das im Hinterkopf so, ne, dass dieses Thema auch irgendwie angesprochen wird, weil es halt gerade auch aktuell im Rap-Game ist so. Ja, ey, wer mit mir diskutieren möchte, kann das ruhig machen. So. Also ich weiß, ich habe manchmal so sexistische Ansätze, aber es ist nicht frauenfeindlich. So. Und ich finde, so einen gewissen Humor mit so einem Augenzwinkern kann man... Vielleicht noch drüber reden, so, weißt du? Guck mal, zwischen Humor und Sexismus und Frauenfeindlichkeit liegt auch eine ganz große Sparte, weißt du, ich meine? Ich sage ja nur, weil ich habe den Track gehört, ne, und ich dachte mir so, puh, so natürlich auch gerade jetzt aktuell, ne, ihr wisst, was gerade im Deutschrap los ist, so, da ist gerade sowieso alles nicht so easy. Ich dachte mir nur so, ey, hoffentlich, und es gibt ja auch sehr viele Rapper und Artists und auch Rapperinnen, so, die diese Schiene fahren, wo es super gut läuft. So, ne? Also es ist Sex sells, ja, muss man auch so sagen. Normal. Aber gerade für Newcomer will ich nur sagen, behaltet euch den Humor. Ja? Ich feiere auf jeden Fall die Tracks und ich kann da locker auch mitrappen und mein Gott, ich nehme das auch alles nicht so ernst. Ja? Aber dann muss man sich auch ins Interview setzen und sagen so, ey, mit mir kann man mal reden und ey, das ist so und so gemeint und habt euch mal nicht so, das meine ich eigentlich witzig und, ne? Ja. So, das wollte ich einfach mal mitgeben auf diesem Weg. Natürlich, klar. Also wir diskriminieren meiner Meinung nach niemanden, ist auf jeden Fall nicht unser Ziel. Ne, wir sagen, also meiner Meinung nach... Also ich bin halt auch... Nazis können sich ficken, Alter. Ja, normal, deswegen, normal. Das präsentieren wir gerne auch mal in unseren Tracks, so, aber ansonsten... Leben und Leben lassen, so, ja, okay. Ne, also wir setzen da keine Unterschiede, so meiner Meinung nach auch, und wir wollen da niemanden diskriminieren oder sonst was, aber genauso wie wir, das sind halt immer einfach nur so humorbasierte Zeilen und auch witzig gemeint, und wenn sich jemand da angegriffen fühlt, so, ich weiß nicht, so, ja, muss er mit uns reden. Weißt du, dann komm her, so, red mit uns, ich streichel deinen Kopf und sage, es ist alles gut, Bibi. Ja. Ich meine das gar nicht böse, so. Ja. Weißt du, ich habe alle lieb, so, ich respektiere jeden und alles, so, außer Nazis. Ne, verurteile niemanden, egal welche Hautfarbe, egal was du anhast, egal was für eine sexuelle Richtung du einschlägst, egal was, man, so. Nee, solange wie man wen respektiert, so, ne, und egal, ne.
Ist alles okay. Die Sache ist doch die, du kannst ja alles sagen, ihr könnt alles rappen, ihr könnt rappen das, ihr könnt rappen dies, aber ihr müsst halt damit rechnen, dass so Leute wie ich oder auch andere Leute kommen und sagen, wie hast du das gemeint? Und vielleicht sind die Leute nicht so korrekt oder vielleicht seid ihr auch schon 5 Jahre dabei und macht immer wieder dieselben Sachen, wo ihr schon 5-mal oder 50-mal drauf angesprochen wurdet und die Leute haben ein bisschen den Nerv verloren. Aber denkt daran, rappen kann man erstmal alles, was man will, aber man muss auch dazu stehen können, man muss das aussprechen können, man muss die Konsequenz ertragen können und man muss halt so ein bisschen gucken. Jungs, nur noch mal Klartext. Ja. Ne, ihr seid ganz am Anfang, macht euer Ding. Ich feiere das auf jeden Fall nur. Das habe ich mir einfach beim Hören so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Dachte ich mir, Alter, gerade jetzt so, legt jetzt nicht so einen Start aber hin. Der so, Song ist ein Jahr alt. So, der Song ist auch ein Jahr alt. Und, weißt du, was mehr irgendwie hier so was so ein bisschen mehr die Leute gereizt hat, war die Line, die ich bei Subwoofer hatte. Ich bin provokant wie ein Hitlergruß. Da waren die Leute direkt, das ist voll antisemitisch. Und ich war so, hä? Habt ihr euch irgendwie mal mit Deutschrap auseinandergesetzt? Ich vergleiche mich quasi mit der, weißt du, mit der, wie sagt man, ich vergleiche mich ja nicht direkt mit diesem Hitlergruß, sondern die Absurdität. Das ist ja auch ein Hip-Hop-Vergleich, das Humor und so. Genau. Und da merkst du schon, ne? Der Track ist ein Jahr alt und da kam schon gleich, ne? Jetzt spreche ich was an, da wurde schon was angesprochen. Ja. Ihr seid jetzt nicht mehr irgendwie im Kinderzimmer, wo alles scheißegal ist, sondern die Dinger werden 15 Millionen Mal geklickt oder ne? 10 Mal, 100 Mal, 1000 Mal geklickt. Und da muss man halt natürlich auch sich hinsetzen können und darüber sprechen können. Ich finde auch, wenn man so ein Rapper ist, der viel Aufmerksamkeit hat, hast du eine Verantwortung. Mhm. Die jungen Leute hören dich. So. Du bist ein Vorbild für die, egal ob du willst oder nicht. Und dann hast du eine Pflicht irgendwo. Weißt du? Man kann ja mal, okay, man kann irgendwie mal einen Witz machen oder so, aber wenn du jetzt anfängst, irgendwie Frauen richtig so, ne, von wegen so, egal, muss ich jetzt keine Beispiele bringen, so richtig zu verachten oder irgendwelche rassistischen Sachen zu nennen, kannst du nicht bringen so. Ja, fang damit erst gar nicht an, Alter, ja, weil da sage ich ja, euch, ne, die Szene ist ja mittlerweile auch so sehr, sehr unsensibel geworden sehr sensibel geworden, was das angeht und da hören alle gleich mit 6 Ohren drauf, weißt du, wie ich meine? Und deswegen, ich dachte mir, komm, an so einem schönen Nachmittag sage ich euch, oder an so einem schönen Abend sage ich euch das schon mal so auf korrekt so, nicht, dass ihr dann später sagt, ja, warum hat uns keiner was gesagt, Alter? Wir beleidigen hier von Track zu Track gehen und weißt du, wie ich meine? Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber ey, alles gut. Was sind eure Vorbilder, Jungs, Alter? Musikalisch. Sido? Ohne Scheiß, Sido, Mann. Der ist heftig, Mann. Der ist wirklich aus dem Block in die Charts und dann A&R geworden bis zum geht nicht mehr. Sehe ich mich auch drin. So. Sigi ist krass, Alter. Wie ist bei dir? Ich habe 2 große Vorbilder, die unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein können, meiner Meinung nach. Also ich höre privat eigentlich so gut wie nur tatsächlich Kollega und Chelo vor allem. Und bei mir hat das beigebracht, zum Beispiel Chelo ist so, die Leute feiern ihn, wie er ist. So. Und das finde ich halt bei mir auch geil. Manchmal ist es so, du musst die heftigsten Lines bringen. Und das mag ich ja bei Kollega, dass er die heftigsten Lines bringt. Ne? Aber bei Chelo ist es so, so wie er ist, feiern ihn die Leute. Und es müssen nicht immer 5-6 silbige Reime sein oder so. Ne? Sondern da habe ich immer so gemerkt, ich feiere den Typen des Todes, so wie er ist. Und deswegen, da habe ich mir auch ein bisschen sowas abkopiert. Also was heißt kopiert, sondern diese Einstellung. Du rappst so, wie du möchtest. Ne? Du hast ihn als Vorbild genommen. Genau. Und so, weißt du, du hast ihn einfach als Vorbild genommen. So, das ist das Ding. So, die Leute feiern dich, wie du bist, auch wenn du nicht immer nur 5-6 silbige Reihen bringst. Mhm. So, ne? Entweder sie mögen das, was du sagst und so, wie du es rüberbringst und deine Technik, dein Flow, ne? Oder halt nicht. So, und bei ihnen ist es halt auch so, da spalten sich ja auch die Meinungen. Ne? Aber zum Beispiel bei mir ist es so, er zieht einfach sein Ding durch, ohne sich zu verstellen. Und das war immer so vom Dasein her, so wie Chelo, finde ich geil. So einfach dein Ding durchziehen und entweder du magst mich oder nicht. Aber ich höre sehr viel Kollega, weil ich auf dieses Lyrische bei ihnen auch nicht klarkomme. So, ich stehe auf diese wirklich... Der Typ ist krank, Alter. Ja. Kann man ja sagen, was man will, ja. Aber Feierabend. Ich höre sein, also wie gesagt, ich habe auch die CDs und so in meinem Auto. Egal welches Auto ich mir kaufe, ich habe nie Bluetooth. Ich muss immer CDs hören. Ich muss immer darauf die Faust, Alter. Das feiere ich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, CDs sind gut. Und dann habe ich halt, wie gesagt, die alten Chelo Abdi-Alben und so Kollege-Alben von früher bis heute. Krass. Und das sind halt so, die ich dann durchgehend pumpe und die auch einfach nicht langweilig werden. Also so in den aktuellen Rap-Game bin ich gar nicht so drin. Hier und da erfährt man mal was. Aber wie gesagt, es sind immer so diese 10, 11, 12 Alben, die ich wirklich intensiv höre. Weil sie einfach nie langweilig werden, weil ich sie für etwas ganz Gewisses extrem feier. So, ne? Und das sind, also ich würde das schon bezeichnen, so ein bisschen als Vorbild. Und von, ich weiß nicht, als Jugendlicher habe ich auch viel Kolle gehört.
Und er auch immer so in den Interviews geguckt und Armani-T-Shirt, boah, und dies und Goldkette. Ich so, boah, ich brauche eine Goldkette, Digga. Ich brauch, jetzt hast du eine. Ich brauche einen Toll. Also ich weiß nicht, das hat natürlich auch ein bisschen abgefärbt. So, ja, ja, ne? So. Ey, du, das ist ja auch Hip-Hop oder Inspiration und so, alles cool. Aber hat er schön gesagt, ne? Hat er schön gesagt alles, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich merke, ihr versteht euch, Alter. Jungs, ich bin sehr, sehr happy damit, dass ihr am Start seid, Alter. Ihr seid noch sehr jung, ihr seid Newcomer in der Szene. Rastet auf jeden Fall aus, bleibt am Start, macht immer weiter. Und eure letzten Worte dürft ihr in diese Kamera oder am besten in diese Kamera widmen. Ich fange mal mit dir an, Bro. Fangen wir mit Ihnen an. Ja, ich fange mal mit dir an. Was hältst du von unserem neuen Song? Den hast du ja schon gehört. Ist die Frage an mich? Ja. Also ich sage ja, ich feiere ehrlich gesagt bis jetzt alles, was ich gehört habe. Ja? Und deswegen bin ich halt auch gespannt auf das, was noch so weil kommen mag. Du hast ja einen Top-Secret-Einblick in unseren neuen Song bekommen. Haben wir auch. Der, okay, der ganz neue Song. Okay. Ja, 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 genau. Soll ich sagen? Ja. Feiere ich. Geil. Ja, feiere ich, auf jeden Fall. Er ist noch nicht raus, ja? Deswegen nee, kann man ja natürlich sagen. Aber du hast schon gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja das Luxus, darf ab und zu mal reinschubbern. Freunde, freut euch auf jeden Fall. Da kommt noch einiges. Ja, bin ich sehr, sehr happy. Aber jetzt hast du gesagt, du? Lass ihn mal den Fort. Ich will mal. Deine letzten Worte, okay. Die Frage ging an mich. Ich feiere den Song. Jetzt, okay. Jetzt nochmal deine letzten Worte. Seid lieb zu allen Menschen. Love, Peace and Harmony. Das hast du aber schön gesagt. Dankeschön. Auf jeden Fall. Plastikbecher recyceln. Egal was. Und seid gespannt. So, wir wollen einen Good Vibe verbreiten und ich hoffe, ihr versteht den auch und nehmt das mit Humor. So. Humor ist, glaube ich, so das, womit man auch dieses Interview unterstreichen kann. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen, Freunde. Sehr, sehr coole Dudes auf jeden Fall. Freunde, checkt auf jeden Fall die Jungs, Shinsky und Dima. Mein Name ist Burak, das war TV Straßensound. Wir sind raus. Peace.